Wenn ich nur aber nach dem Beitrag über Wohnungsmangel in Berlin rede, dann wirkt es vielleicht fast ein bisschen ironisch. Aber es ist ja wirklich das Thema dieser Woche. Nach dem Volksentscheid über das Tempelhofer Feld, nachdem die Berliner für Wiese und gegen Wohnungen gestimmt haben. Da bleibt die große Frage, wo soll denn nun gebaut werden, damit die Mieten nicht weiter steigen? Ein paar Vorschläge gibt's. Das Problem ist nur, genau wie in Tempelhof, so sind auch da schon die Bürgerinitiativen am Start, die die Baupläne per Volksabstimmung wieder kippen wollen. 100% Mauerpark. Tempelhof hat's vorgemacht, jetzt will die Bürgerinitiative im Mauerpark nachziehen. Passende T-Shirts haben die Aktivisten schon und sehen sich durch den Volksentscheid bestätigt. Ein bisschen Euphorie, weil man hat ja gesehen, dass die Bürger, wenn sie wollen, auch was erreichen können. Sie können auch der Politik Paroli bieten. Die Gegner waren groß und das Volk hat es aber geschafft, sich in dem entgegenzusetzen. Wir waren auch vor Ort, wir haben auch mitgefeiert mit denen und waren genauso glücklich und hoffen natürlich auch da Energie für uns mitzunehmen. Ihre Botschaft, die Politik kommt an den Bürgern nicht vorbei. Und das heißt mehr Konflikte. Denn hier im Mauerpark will ein Investor hunderte neue Wohnungen bauen. Die Bürgerinitiative lehnt die Pläne ab. Für mich ist es, dass also der Mauerpark komplett von hier bis ganz hinten nicht bebaut wird. 100% Mauerpark bedeutet für mich, den Mauerpark wieder in den Fokus zu nehmen. Nicht, was ein Investor möchte oder wie viele Wohnungen man gerade braucht. Wohnungen ja, aber bitte nicht in meinem Kiez. Manch einer befürchtet, dass die Bürgerinitiativen nach dem Erfolg in Tempelhof jetzt die Entwicklung der Stadt blockieren. Ich denke nicht, dass wir Bürger irgendwas blockieren. Wir Bürger wollen mitgestalten. Berlin ist unsere Heimat und wir möchten nicht, dass Investoren oder irgendwelche Betonköpfe etwas entscheiden, was nachher unsere Heimat kaputt macht. Das sieht die Bürgerinitiative in Lichterfelde Süd ähnlich. Nach dem Aus von Tempelhof könnte hier sprichwörtlich eine der größten Neubaustellen Berlins entstehen. Für die Politik. Bürgerinitiativen sind in der Vergangenheit sicher unterschätzt worden, weil ihre Erfolge nicht so öffentlich waren. Jetzt haben wir einen öffentlichen Erfolg, auch in Önhausen einen weiteren. Und ich hoffe doch, dass sich die Bürger hier in Steglitz-Zehlendorf auch ermuntert fühlen, sich dafür einzusetzen, was sie eigentlich wollen. Dort, wo früher die Amerikaner mit Panzern den Straßenkampf übten, sollen über 2000 Wohnungen neu gebaut werden. Die Bürgerinitiative will mitreden. Ich denke, wir sollten gucken, wie die es gemacht haben, dass wir die auch vielleicht mal einladen und uns Hilfe holen. Ja, es gibt bestimmt noch andere Methoden, die wir entwickeln können, jetzt übers Internet, dass wir da noch vielleicht einiges machen. Anders als in Tempelhof will sich die Bürgerinitiative aber nicht komplett verweigern. Die Berlin braucht Wohnungen, aber bitte nicht Tierhaltung, bewertet man als Egoismus. Wir sind für eine Bebauung hier in einem Maße, die umweltverträglich sind. Und die liegen bei 1500 Wohneinheiten. Der Investor möchte 2200 bis 2700 bauen. 100% Park soll es in Lichterfelde Süd nicht geben. Für die Politik wird es dennoch nicht leichter. Denn wie viele und welche Wohnungen, da wollen die Bürgerinitiativen der Stadt nach dem Tempelhof-Erfolg umso mehr mitreden. Eines dürfte aber klar sein. 100% werden am Ende nie glücklich. Michael Efler ist bei mir vom Verein Mehr Demokratie wagen. Herr Efler, mehr Demokratie, Sie wollen mehr Volksentscheide. Haben Sie sich das so vorgestellt, dass die Berliner die dann aber nutzen, um jede gesellschaftliche Veränderung, stadtplanerische Veränderung erstmal im Keim zu ersticken? Na, so ist es ja nicht. Also wir haben ja nun eine ganze Reihe von Volksentscheiden gehabt in Berlin. Wir haben auch positive Volksentscheide in dem Sinne gehabt, dass neue Vorschläge angenommen worden sind, zum Beispiel Offenlegung der Wasserverträge oder ein Vorschlag, eben auch ein Stadtwerk zu errichten. Und jetzt haben wir eben einen Volksentscheid gehabt zu einem ganz außergewöhnlichen Symbol, nämlich dem Tempelhofer Feld, wo sehr, sehr viel Herzschmerz auch dranhängt. Und da haben sich die Bürger eben dafür entschieden, die Pläne des Senats abzulehnen. Aber so ist der Bürger halt, ne? Schwer zu berechnen. Die Pariser waren mal vehement gegen den Eiffelturm, die in Sydney waren vehement gegen das berühmte Opernhaus, die Deutschen waren mal vehement gegen die Eisenbahn. Wo wären wir denn heute, wenn die damals schon einen Volksentscheid gehabt hätten? Also es ist nicht richtig zu glauben, dass mit Volksentscheiden keine gesellschaftlichen Innovationen mehr möglich wären. Es dauert manchmal etwas länger. Man muss dann halt vernünftiger informieren, vernünftiger die Bürger beteiligen. Aber es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass alle gesellschaftlichen Fortschritte gebremst werden. Im Gegenteil, manchmal werden auch die Politiker zum Jagen getragen, die viele wichtige Sachen verhindern und blockieren. Von daher würde ich das fast sogar umdrehen, dass manchmal direkte Demokratie gerade ein Innovationsmotor ist.